Hallo, seid gegrüßt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Teil von meinem Teichbau-Videotagebuch. Im letzten Teil habe ich ja vorwiegend an der Nordseite von meinem Koihaus gearbeitet und bin trotz schlechtem Wetter doch recht gut vorangekommen. Laut aktuellem Wetterbericht sieht es für den heutigen Teichbautag doch deutlich besser aus. Zumindest aktuell sind keine fiesen Regenwolken zu sehen und ich hoffe, das bleibt auch so. Leider könnte es morgen schon wieder ein bisschen anders aussehen. Für morgen ist nämlich die Anlieferung von den Bauteilen für mein Dach geplant. Das Ganze kommt mit dem LKW und der hat hoffentlich genug Doppelstegplatten und Aluminiumprofile für mein Koihaus im Gepäck. Das heißt, wir schleppen heute in diesem Video mal wieder jede Menge Teichbaumaterial. Aber bevor wir damit loslegen, begrüße ich euch erstmal auf dem Einfach-Koi-Kanal. Da wir auch in diesem Teichbauvideo wieder viele Sachen in Überlänge transportieren, lasse ich mich natürlich auch in diesem Teichbauvideo wieder ein bisschen rumschieben. Wer hätte einmal gedacht, dass ich mich mit meinen 60 Kilo Kampfgewicht bestens als Gegengewicht eigne? Drückt mir die Daumen, dass alle benötigten Materialien bei der Anlieferung dabei sind und dass ich bei all diesen verschiedenen Baumaterialien auch noch den Überblick behalte. Denn hier gibt es jede Menge Aluminiumprofile mit verschiedenen Profilen, Tropfkanten und so weiter. Dazu kommen dann noch einmal jede Menge Schrauben, Silikon und Klebeband. Ich hoffe, wir kriegen das alles sinnvoll zusammen. Ja, und bis dahin würde ich gerne versuchen, die Teichbaustelle final trocken zu legen, natürlich auch das Laub rauszubekommen und ich befürchte, irgendjemand muss sich um die gammelnden Früchte kümmern. Aktuell muss ich wirklich sagen, dass das Trockenlegen von meiner Teichbaustelle wirklich das ist, was mir bei so einem massiven Teichbau wirklich am meisten anstinkt. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass ich nichts lieber gemacht hätte, wie das Holzgrundgerüst aufzubauen und direkt im Anschluss natürlich das Dach dann zu decken. Ich hatte auch alles so bestellt, dass das zeitlich gepasst hat, doch leider hat mir da eben die aktuelle Krise so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt schaut euch einfach den Zustand der Teichschale an. Der Beton ist nass, alles ist dreckig, gammelndes Laub und Früchte. Das Ganze ließ sich natürlich nicht wirklich verhindern, denn auf diesem Holzgerüst, was ich jetzt über dem Teich schon errichtet hatte, ließ sich natürlich nicht wirklich was mit Planen abspannen. Beim aktuellen Zustand vom Teichrohbau macht es natürlich gar keinen Sinn, irgendeine Teichabdichtung aufzubringen. Weder GFK noch flüssige Teichfolie, Dichtschlämme oder auch Folie würde ich jetzt auf so nassen Beton verlegen wollen. Natürlich rückt auch noch der Winter immer näher. Das heißt, ich sollte mich dringend darum kümmern, dass die Bodenabläufe wasserleer wären, nicht dass sie mir dann irgendwie zerfrieren. Und auch hier drüben im Luftheberschacht muss ich auf jeden Fall kräftig auspumpen. Da hat sich jede Menge Wasser gesammelt und das sollte natürlich auch raus. Ich möchte natürlich Frostschäden durch stehendes Wasser in irgendwelchen Rohrleitungen so gut es geht vorbeugen und ich möchte natürlich am besten auch, dass meine Teichschale vorher noch abtrocknet. Und wenn es die Zeit noch hergibt, werde ich auch versuchen, noch vor dem Winter das Ganze mit dem Hochdruckreiniger so sauber wie es geht zu bekommen. Dabei muss ich dann auch relativ sorgfältig vorgehen, denn ich muss dabei auch wirklich alle losen Mörtelreste oder irgendwelchen Schleifstaub mit erwischen, der natürlich beim Schleifen von meiner Betonschale irgendwie angefallen ist. Das finale Saubermachen macht natürlich erst Sinn, wenn das Dach auf der Teichbaustelle ist und auch wirklich alle Löcher in der Fassade geschlossen sind. Aktuell fehlt mir immer noch die Zusage für einen verbindlichen Liefertermin für zwei Türen. Leider fehlen auch noch die Fenster in der Fassade, die dann später der B- und Entlüftung vom Koi-Teich dienen. Auch die muss ich natürlich noch anbringen. Zum Glück ist nun mittlerweile auch schon der Spätherbst angebrochen und ich habe wirklich jede Menge Zeit dafür und natürlich bestes Wetter. Die meisten Tage begannen so wie der Anlieferungstag in einem wunderschönen Grau mit Aussicht auf Regen. Deswegen habe ich mir so gedacht, ich lege besser was unter, bevor wir dann das Baumaterial für das Koihausdach hier hinstapeln. Ich habe natürlich auch ein bisschen mehr Platz dafür einplanen müssen, da das Ganze fast 6 Meter lang ist. Deshalb erfolgt die Anlieferung von dem Sperrgut mit einem extra langen Spezialtransporter. Das Ding ist wirklich eine spannende Konstruktion und hat mich stark begeistert. Ja, mit so einem Fahrzeug würden sich natürlich sämtliche Transportprobleme, die man als Teichbauer so mit Sperrgut wie Doppelstegplatten oder irgendwelchen Holzbalken oder Terrassenbrettern hat, einfach lösen.
Und zu meiner Überraschung ließ sich das Ganze wirklich schnell und einfach abladen. Die Doppelstegplatten waren wirklich nicht so schwer und viel massiver als das, was ich aus Baumärkten gewohnt war. Und die Aluprofile wiegen so gut wie nichts und sind natürlich auch schön verbindungssteif. Perfekt. Hier drauf sind natürlich jede Menge Symbole und Zeichen, mit denen ich mich auf jeden Fall später beschäftigen muss. Kein Plan, was das alles bedeutet. Falls irgendeiner von euch sich damit auskennt, kann er mir das gerne mal unten in der Videobeschreibung darlegen. Aber dennoch kann ich euch einen kleinen Tipp zum Thema Doppelstegplatten geben. Die Platten könnt ihr euch bei den meisten Zulieferern gleich passend zurechtschneiden lassen. Und die Abschnitte habe ich mir mit zuschicken lassen, daraus lässt sich später noch bestimmt das ein oder andere Interessante basteln. Denn die werden so oder so weggeschmissen und ihr bezahlt das Material mit. Das, was ich bestellt habe, ist aber so eine Art Rundum-Sorglos-Paket und jetzt schaue ich nochmal schnell nach, ob auch alles andere, was ich benötige, da mit dabei war. Zu meiner Freude kam wirklich alles gut verpackt, sortiert und beschriftet bei mir an, in einzelnen Paketen, sozusagen Paket 1 von 5, 2 von 5, 3 von 5, 4 von 5 und 5 von 5. Und das Ganze decke ich jetzt mal lieber ab, denn es beginnt schon wieder zu regnen. Zum Glück habe ich noch so einen PE-Folienrest von der letzten Holzlieferung übrig. Das sollte mir reichen, um das Ganze wirklich sinnvoll abzudecken. Zum Glück ist das Wetter schon am nächsten Tag deutlich besser und ich kann den Transport zur Teichbaustelle vorbereiten. Dazu musste ich mir erstmal überlegen, wo ich das Ganze ablege und natürlich nochmal einen kurzen Blick auf meine Nordwand vom Keuhaus riskieren. In den letzten Tagen hat es ja teilweise kräftig geregnet und ich hatte die Befürchtung, dass die Holzfassade unter der Feuchtigkeit leidet. So, wir verladen endlich das Dach. Da drüben sind die Seitenteile, die ihr da seht. Das sind hier die großen langen Platten. Und wir haben natürlich hier auch diese Aluminiumprofile zum Montieren. Und da versteckt sich noch die Dachrinne. So sieht das Ganze aus. So verladen kam das Gespann samt Hänger natürlich auf eine ordentliche Gesamtlänge. Zum Glück haben wir nur ein kurzes Stück Fahrt vor uns. Das Ganze wird natürlich ordentlich mit Spanngurten gesichert. Erstmal haben wir unten die Holzbalken befestigt und jetzt kommen dann noch ein paar Spanngurte drüber, um die Platten zu halten. Dank der kleinen Unterkonstruktion aus Holzbalken haben wir die Doppelstegplatten ohne Probleme zur Teichbaustelle schaffen können. Das Ganze hat sich dadurch natürlich auch nicht irgendwie durchgebogen oder wurde vom Wind irgendwie verformt. Die Doppelstegplatten selbst sind für den praktischen Transport mit einer Schutzfolie überzogen. Das verhindert natürlich grobe Beschädigungen. Wir haben aber trotzdem noch ein paar Schutzmechanismen getroffen, dass die Spanngurte die Platten nicht beschädigen können. Die Holzbalken als Unterkonstruktion haben sich dabei als sehr praktisch erwiesen, denn sonst wäre es wirklich unmöglich gewesen, die Platten in Überlänge mit einem Hänger zu transportieren. Zum Glück sind die Materialien für das Dach vom Keuhaus doch deutlich leichter wie alle anderen Teichbaumaterialien. Die gut 6 Meter langen Doppelstegplatten lassen sich zu zweit wirklich bequem tragen. Nur die Lagerung bedarf natürlich jede Menge Platz, aber das gleiche galt natürlich auch für meine Schallbetonsteine oder für mein Holz. Achtet beim Umlagern der Doppelstegplatten nur darauf, dass ihr die richtige Seite wieder nach oben dreht, so dass ihr später bei der Installation keine Probleme habt oder gar eine Platte falsch rum einbaut. Denn ihr müsst unbedingt darauf achten, bei den meisten dieser Platten gibt es eine Oberseite und eine Unterseite. Und falls ihr euch fragt, für was das ganze Holz ist, was schon wieder auf dem Hänger war, das fahren wir jetzt natürlich noch zum anderen kleinen Projekt. Das seht ihr natürlich später noch auf meinem Kanal. Doch leider ist die Mission für den heutigen Tag damit natürlich noch nicht beendet, denn ich kann es mal wieder nicht lassen und ich muss unbedingt das Zubehör für das Dach auspacken. Mich interessiert natürlich brennend, was für Schrauben, Klebeband oder Kleinteile ich in den nächsten Tagen oder gar Wochen noch montieren muss. Deshalb packen wir das Ganze jetzt aus. Das ist übrigens alles schön beschriftet gewesen, fand ich super. Also ich hatte Paket 1 von 5, 2 von 5, 3 von 5, 4 von 5, 5 von 5 und meine Platten. Die übrigens hier liegen. Und ich hoffe, so abgedeckt bleiben die Platten auch bis zur Montage halbwegs sauber und trocken. Alle Baumaterialien außer die Doppelstegplatten kamen natürlich super wetterfest verpackt. Das ist natürlich besonders praktisch für all diejenigen, die das Material auf der Baustelle lagern müssten. Doch bevor ich mit dem Bau vom Keuhausdach beginne, sollte ich mir erstmal einen Überblick verschaffen, was alles dabei ist. Hier hätten wir schon mal Anti-Dust-Band.
Im Rundum-Sorglos-Paket ist natürlich auch Aluband enthalten, 50 Meter mal 38 mm. Damit werden wir den Hitzestau zwischen Holzbalken und Doppelstegplatten verhindern. Und das Antidustband ist natürlich dafür da, dass keine Feuchtigkeit in die Platten eindringt oder Staub, Dreck oder irgendwelche Insekten. Es dient aber auch, wenn da Feuchtigkeit drin wäre, dass das in die eine Richtung wieder entgasen kann. Davon wurden mir gleich 3 Rollen geliefert. Das ist natürlich praktisch, denn ich habe ja da auch noch so ein paar Abschnitte, mit denen ich auch noch was vorhabe. Zusätzlich zum Klebeband liegt dem Rundum-Sorglos-Paket natürlich auch passendes Silikon mit bei. Das Ganze ist farblos, made in Germany und laut MHD auch noch ein paar Jahre einsetzbar. Natürlich sind im Rundum-Sorglos-Paket auch noch alle Schrauben enthalten, die ich für die Konstruktion von meinem Dach benötige. Alle im Set enthaltenen Schrauben sind selbstverständlich aus Edelstahl und beim Antrieb habe ich mich für Torx entschieden. Obwohl bei so einem Dach aus Doppelstegplatten die Platten gar nicht durchschraubt werden, sondern nur die Profile, sind doch jede Menge, Schrauben im Set mit enthalten, in verschiedenen Längen, mit verschiedenen Kopfformen und wofür ich die im Einzelnen brauche, das finde ich doch hoffentlich auch noch raus. Bei den Schrauben solltet ihr eventuell nicht zu knapp planen, bestellt euch lieber ein paar mehr mit, wenn ihr dann später auf dem Dach rumschraubt und euch das ein oder andere Mal runterfällt und ihr es nicht gleich wiederfindet, habt ihr so ausreichend Reserven, um euer Dach auch wirklich fertig zu bekommen. Im Set sind natürlich auch praktische Spenglerschrauben enthalten, mit einer Bohrspitze, natürlich auch aus Edelstahl, das Ganze noch mit einer wunderschönen Membran, damit das Ganze dann auch auf dem Dach wirklich dicht ist. Davon sind natürlich auch ein ganz paar am Start. Zum Glück sind im Set auch gleich die passenden Aluwinkel enthalten. Die werden dann später an den Aluminiumprofilen befestigt, um zu verhindern, dass die Platten dann am Dach abrutschen. Und es kommt noch besser, auch die Löcher zum Befestigen an den Aluminiumprofilen sind schon an der richtigen Stelle gebohrt und es sind sogar ein paar Löcher vorgesehen, wo das Regenwasser dann später ablaufen kann. Das ist für den Hobbyheimwerker natürlich besonders praktisch und spart mir jede Menge Zeit in der Vorbereitung fürs Dach. Um aber auf Nummer sicher zu gehen, dass das mit der Installation vom Dach reibungslos läuft, zähle ich wirklich jedes Bauteil und überprüfe das Ganze auch nochmal mit meinem Gebäude, sodass ich mir sicher bin, dass ich alle nötigen Bauteile für die Installation bekommen habe. Bei allen beigelegten Schrauben achte ich darauf, dass sie mit dem richtigen Antrieb gekommen sind, in der richtigen Länge und natürlich auch in der richtigen Güte. Ich wollte alles mit VA lösen, der Rest ist aus Aluminium und auch an meinem Holzgestell, wisst ihr ja, ist eigentlich auch alles weitere mit VA-Schrauben geschraubt. Das Ganze wird natürlich je nach Größe und Menge übereinander gestapelt und dann natürlich auch so eingelagert, bis es dann mit dem großen Teichbau losgehen kann. Denn ihr seht, es sind schon durchaus ein paar Einzelteile zusammengekommen. 3 Rollen Antidustband, das Aluminiumband, was auch hoffentlich gut klebt, dann die Schrauben zum Befestigen der Aluwinkel an den Aluminiumprofilen und natürlich auch die Spenglerschrauben, die wir dann benötigen, um die Deckel von den Aluminiumprofilen zu verschrauben. Die Schrauben werden dann benötigt, um die Aluminiumprofile mit dem Holzunterkonstruktion zu verschrauben und ich hoffe, dass ich mich bei der Menge nicht wirklich verkalkuliert habe. Wie ihr seht, sind das dann doch verdächtig viele Einzelteile. Ob wir das Ganze auch jemals sinnvoll zusammengeschraubt bekommen, das werdet ihr natürlich noch auf meinem Kanal erfahren. Aktuell befürchte ich, dass wir wohl mindestens noch einen Teichbautag einschieben müssen, bis es dann endlich dazu kommt, dass die Platten aufs Dach können, denn wir müssen noch diese ganzen Abschlussschienen an jeder einzelnen Platte montieren, das Antidustklebeband ankleben, das Ganze mit Silikon versiegeln. Das sollte natürlich dann schon trocken und fest sein, bevor man das dann auf dem Dach montiert. Von daher würde ich wohl sagen, wir sehen uns das nächste Mal auf meiner Teichbaustelle, um den ganzen Spaß vorzubereiten. Ach ja, und bleibt bitte alle schön gesund. Wir sehen uns das nächste Mal auf dem Einfach-Koi-Kanal und viel Spaß beim schönsten Hobby der Welt. Bis dahin finde ich hoffentlich heraus, wie man das Ganze auf kreative Art und Weise zusammensteckt, klebt, bohrt oder schraubt oder wie auch immer. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.